Das hier ist die dicke Katrin. Nein, damit beleidigen wir niemanden. Es handelt sich um die genaueste Waage der Welt. Und mit einem Wert von 60 Millionen Euro ist sie ziemlich sicher auch eine der teuersten. Katrin kann die leichtesten Teilchen des Universums wiegen. Wie sie das tut, dabei haben wir ihr zugeschaut. Und wenn Sie das jetzt auch machen, dann verstehen Sie am Ende des Films vielleicht auch ein bisschen, warum es unser Universum überhaupt gibt. Diese Waage ist nicht nur die genaueste der Welt, sondern auch eine der teuersten. Ein 70 Meter langer Aufbau. Katrin hat gerade erst ihren Betrieb aufgenommen. Aber ihre Fanbase ist jetzt schon riesig. Katrin ist eine mega große Hausnummer, kann man einfach vorweg sagen. Wir sind quasi mit dabei, die Entstehung des Universums mit zu verstehen. Damit wartet wirklich die ganze Community eigentlich auf unsere Ergebnisse. Aha, die Community wartet. Und zwar darauf. Katrin soll die Grundlagenforschung revolutionieren. Aber was kann die Waage außer, naja, wiegen? Das Galileo-Team findet's raus und fährt dafür nach Baden-Württemberg. Der Weg führt durch ländliches Idyll. Das Giga-Projekt kann weltweit einzig und allein hier stattfinden. Am Karlsruher Institut für Technologie. Warum, erfahren wir noch. Morgen, wir sind das Galileo-Team. Das Areal rund um die beste Waage der Welt ist gut bewacht. Zu Katrin darf offenkundig nicht jeder. Das ist ja wie eine kleine Stadt hier. Christian, magst du mal gucken? Ich bin mir nicht sicher, wann ich rechts muss. Noch auf dem Weg treffen wir den Professor, Guido Drexlin. Er ist der Leiter des gigantischen Katrin-Projektes. Parallel zu uns kommt eine Ladung Stickstoff an. In den Leitungen herrschen minus 200 Grad. Wozu brauchen die das? Also wir benötigen den Stickstoff, weil wir sehr kalte Magnete haben. Diese Magnete sind supraleitend, das heißt, das ist ein Strom, der fließt ewig. Minusgrade und ewig fließender Strom? Katrin funktioniert offenbar anders als normale Wagen. Professor Drexlin arbeitet schon seit 20 Jahren dafür, dass das Projekt endlich hier an den Start gehen kann. Dafür musste der gigantische Spektrometertank weit hierher reisen. Vom Herstellungsort im Bayerischen Wald mit Binnen- und Hochwasserschiff über drei Meere. Denn für Autobahnbrücken ist der Tank einfach zu groß. Ein 8400 Kilometer langer Weg. Die letzten Meter im badischen Karlsruhe, eine knappe Kiste. Und alles streng überwacht von Professor Guido Drexlin. Man nennt ihn auch den Vater von Katrin. Er hat das Projekt aus der Taufe gehoben. Viele haben gesagt, ich gebe mein halbes Leben für Katrin. Das ist vielleicht sogar richtig. Na, Katrins Vater kann uns die Mega-Waage sicher erklären. Wenn das die beste Waage der Welt ist, dann müsste das doch jetzt ganz, ganz, ganz genau wiegen können, wie schwer jetzt der Elefant oder die Schokolade ist, oder? Oh, das sind natürlich sehr, sehr schwere Sachen. Das können wir gar nicht messen. Das können Sie mit jeder Küchenwaage viel, viel besser messen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Aha, die beste Waage der Welt schafft keine 100 Gramm. Was kann sie denn dann? Die Waage ist für Elementarteilchen, die extrem leicht sind, die 10 hoch minus 36 Kilogramm sind. Das heißt, das sind 36 Nullen hinter der ersten Null. So winzig? Was ist an diesen Teilchen so interessant? Neutrinos sind die fantastischsten, faszinierendsten Elementarteilchen im Universum. Sie sind in der riesigen Anzahl erzeugt worden, kurz nach dem Urknall. Und seit dieser Zeit, seit 13 Milliarden Jahren, bestimmen sie das Schicksal des Universums. Das allerleichteste und gleichzeitig häufigste Elementarteilchen ist das Neutrino. Man nennt es auch das Geisterteilchen des Universums. Neutrinos sind überall. Viele Hunderte von Milliarden durchdringen uns jede Sekunde. Bisher weiß man fast nichts über ihre Masse. Katrin soll das ändern. Das funktioniert nicht wie eine Küchenwaage, wo sie das auf die Waagschale legen und dann ein Gegengewicht haben. Das wäre bei Neutrinos auch schwierig, weil die fallen ihnen durch die Waage durch die Erde durch das Sonnensystem. Wir müssen also was ganz anderes machen. Weil die Neutrinos ungehindert durch Materie flutschen, kann man sie bislang so gut wie nicht greifen. Aber wenn Tritium zerfällt, werden zeitgleich ein Neutrino und ein Elektron frei. Das weiß man. Aha, Tritium. Und genau deshalb musste Katrin nach Karlsruhe. Weltweit darf nur dieses Labor Tritium in der nötigen Menge besitzen, nämlich genau 40 Gramm. Und nur hier haben die Forscher auch das Know-how, damit umzugehen. Daher kommt auch der Name Katrin.
Karlsruhe Tritium-Neutrino-Experiment. Tritium ist radioaktiv. Um hier in den Strahlenschutzbereich zu kommen, müssen wir jede Menge unterschreiben und durch diese Schleuse. Schräg. Dr. Wendel zeigt uns das Labor mit 1100 Quadratmetern Fläche. Diese ganze Anlage brauchen die Wissenschaftler, um die gerade mal 40 Gramm Tritium zu handeln. Wo ist denn jetzt dieses Tritium eigentlich? Ja, wenn wir unser Tritium nicht im Prozess haben, im Katrin-Experiment, dann können wir 2 bis 3 Gramm Tritium auf solch einem Speicherbett speichern. 2 bis 3 Gramm? Und es ist dann hier sicher eingeschlossen. Winzige Menge, große Wirkung. Das Tritium darf auf keinen Fall an die Laborluft gelangen, sonst wären alle Oberflächen kontaminiert. Die Mitarbeiter müssen zur Sicherheit immer wieder Proben ziehen. Das geht nur durch solche Handschuhboxen. Der ganze Katrin-Aufbau ist eine 70 Meter lange Beamline. Sieht man hier im Modell ganz schön. Gerade befinden wir uns an dieser Stelle, ganz grob auf halber Strecke des Katrin-Experiments. Dr. Wendel und seine Kollegen pumpen das Tritium dann in gasförmigem Zustand hier hindurch, Richtung Spektrometertank. Das hier ist jetzt das eigentliche Herzstück, wo wir das Tritium einspeisen in das Katrin-Experiment und lassen es dann hier drin zerfallen. Wenn das Tritium zerfällt, entsteht ein Elektron und ein Neutrino. Und eine immer gleich große Menge Energie, die sich auf beide Teilchen unterschiedlich verteilt. Alles, was hier entsteht, leiten wir zum Spektrometer. Und das Tritium werden wir beidseitig an der Quelle und dann peu à peu in einem kaskadischen Prozess mit großen Turbomolekularpumpen abgepumpt. Das letzte bisschen Tritium, was noch sein könnte in der Gasphase, pumpen wir hier mit einer Kryopumpe an Argon-Schnee. Okay. Argon-Schnee war neu. Habe ich fast verstanden. Wer das jetzt auch nur fast verstanden hat, die Überreste vom Tritium bleiben hier drüben. Die Elektronen und Neutrinos ballern in den Spektrometertank. Um die geht's. Erst kamen wir ins Tritium-Labor nur unter strengen Auflagen rein, jetzt kommen wir kaum raus. Unser Equipment muss erst freigemessen werden. Aber nix ist kontaminiert, also weiter zu Katrins Tank. Während wir an ihm entlang gehen, feuern im Inneren die Elektronen. Immer in die gleiche Richtung. Durch ein extrem starkes Magnetfeld. Das ist wichtig. Heiko Bouquet kontrolliert das Magnetfeld mit Hilfe dieser kleinen Roboter. Das ist ein mobiles Magnetfeld-Sensorsystem. Das ist ein fahrbares System, das fährt komplett um den Katrin-Tank, um den Spektrometertank und misst alle 2,5 Grad die Magnetfelder. Abgekürzt heißen die mobilen Magnetfeldsensoren übrigens MOPS. Die haben aber nicht von Anfang an so gut funktioniert wie jetzt. Manchmal hat der MOPS auch nicht die ganze Runde gepackt und blieb stecken. Und da musste man dann auch hochklettern und den MOPS retten. Ja, ist ein kleines Kind von uns, ja. So, dank der MOPSe ist das Magnetfeld sicher. Die Elektronen feuern in die richtige Richtung durch die Röhre. Aber wo werden denn jetzt die Neutrinos gewogen? Hier, am Ende der 70-Meter-Anlage. Da sitzt sozusagen das Auge von Katrin. Ein Detektor, bei dem die Teilchen auftreffen. Er ist in der Anlage tief drinnen verbaut. Deshalb schauen wir uns das Ganze so an. Hier kommen dann die Elektronen auf und der Detektor kann also bis zu 1 Million Ereignissen pro Sekunde nachweisen. Katrin ist also eher eine Art Zähler als eine Waage. Sie misst das indirekt quasi. Das Neutrino können wir nicht nachweisen, aber das Elektron können wir sehr, sehr genau messen. Und dadurch, dass wir wissen, wie viel dem Elektron immer fehlt, können wir ganz einfach sagen, wie viel das Neutrino bekommt. Klar, ganz einfach. Messen lässt sich immer nur die Energie des Elektrons. Da die Summe der beiden immer die gleiche sein muss, können die Forscher so die Energie des Neutrinos ermitteln. Und dank Einstein wissen wir, die Masse entspricht der Energie. So weiß man am Schluss, so viel wiegt ein Neutrino, das häufigste Teilchen des Universums. Stark,
Aber wir müssen Professor Weinheimer, den zweiten der beiden wissenschaftlichen Leiter, jetzt schon mal ganz ketzerisch fragen. Und was habe ich jetzt so davon letztlich? Handy, Computer, das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn nicht Physiker vor über 50 Jahren Dinge erforscht hätten. Wenn Sie an die Laser denken, die heute in jedem Gerät praktisch verbaut sind, auch das war eine reine Neugierde, ob diese Lichtverstärkung, ob man die umsetzen und messen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Teil der Katrin-Technologie irgendwann auch im Alltagsleben bei den Bürgern ankommt. Quasi als Abfallprodukt der Grundlagenforschung. Die Wissenschaftler hier wollen aber auf etwas Größeres hinaus. Weshalb gibt es die Menschheit, weshalb gibt es die Erde, weshalb gibt es das Universum? Ja, Neutrinos sind in großer Zahl im Urknall erzeugt worden. Und kurz nach dem Urknall gab es eine Riesenexplosion. Und dabei haben sich Materie und Antimaterie gegenseitig vernichtet. Aber ein kleiner Teil ist übrig geblieben und das sind wir. Und die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Und die meisten Physiker denken, das waren die Neutrinos. Und genau das möchten wir erforschen. Vielleicht haben wir nicht alles verstanden, aber wir begreifen, dass diese Waage winzigste Teilchen messen kann. Dass es ohne die Neutrinos uns alle nicht gäbe. Und dass sich diese Wissenschaftler unfassbar über ihre neue Waage freuen.